Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute wieder was zum Spielen von Skille, ein ferngesteuertes Bötchen für Pool- und Outdoor-Aktivitäten. Es ist ein RC-Rennboot mit Fernbedienung, 2,4 GHz Band, High-Speed-RC-Boot. Und wie ihr seht, es ist so ein Racing-Boot-Design und es ist erst für Leute ab 14, das heißt für junge Erwachsene und, oder junge, nee, Teenager, für Teenager, Jugendliche und für Erwachsene. Es ist ein rotes Teil und das ist natürlich ein schönes Ding, um rumzupesen, weil das soll eine super Geschwindigkeit haben, bis zu 25 Kilometer pro Stunde. Boah, 25, so schnell kann ich nicht laufen. Das heißt also, so könnte man seine Burgerlieferung super über einen See abhalten. Ne? Yeah. Also, wie ihr seht, großes Paket. Das würde ja dazu sprechen, dass das Ding selber auch recht groß ist. Wir haben 23 bis 25 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit. 2,4 GHz RC. Das heißt, das ist diese moderne Technik, wo viele in einem See rumschippern können. Wir haben hier eine 180 Grad Flip Anti-Kenter-Dingsbums. Funktion, eine Low-Battery-Warnung, damit das Ding auch nicht auf großer See verloren geht. Auto-Correct-Jaw, Capsize-Recovery-Funktion. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ding so aussieht. Also da draußen sieht es ja schon mal richtig cool aus, oder? So, das heißt also erstmal hier nach oben klappen. Also, so, sehr cool verpackt. Karton ist immer gut, nicht so viel Plastik benutzen, aber jetzt ziehen wir leider da Styropor raus und ich glaube, ich habe es falsch rum ausgepackt. Da ist es. So, da haben wir es. Yeah, voll am Scheinen hier, ey. Yeah, das sieht ja cool aus. Hier hinten den Antrieb sehen wir, Antriebsstrang. Aha, sehr interessant. Aber das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Was haben wir da hinten? Hier haben wir einen. Was ist das? JJRIC oder JJRC Akku-Pack. 600 mAh, 7,4 Volt und 25C. Okay. Wir haben hier zwei Anschlüsse. Also ich bin jetzt nicht der Vollprofi. Warum hat man denn zwei Anschlüsse? Vielleicht zum Laden und das andere ist zum Fahren. Ich weiß nicht. Ich habe ja schon doch ein paar RC-Geräte gehabt, das stimmt. Aber wie gesagt, Vollprofi bin ich da bei weitem nicht. So, hier, schön verpackt. Fangen wir an mit der Fernbedienung. So, die gute alte Fernbedienung. Eine 2,4 GHz Fernbedienung. Ja, passt für meine Hand. Hier kann man Gas geben, da zurück. Dann lenken, rechts und links. Hier drauf ist Schaumstoff gelagert. Ist kein Gummi. Hier ist der An- und Ausknopf. Und da ist noch eine LED. Dann haben wir hier auf der Oberseite, was haben wir da? Da steht Trimmen, 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 Trimmen. Das heißt also, hier können wir das Fahrzeug dann trimmen. Und wir haben hier eine kleine, schnuckelige Antenne. So, hier unten kommen die Akkus rein, beziehungsweise die Batterien. Und hier ist noch Stuff. So, wir haben hier ein Ladegerät, welches wir in Kombination mit einem ganz normalen Handy-Adapter benutzen können. Also ein Handy-Ladegerät. So, das ist also ganz standardisiert. Und da kann man jetzt hier aufladen. Ne? Ja, stimmt. So. Mal schauen. Geht das nur einseitig rein? Ja, geht nur einseitig rein. So, das heißt, so aufladen. Hier jetzt in einen AC-Adapter von eurem Smartphone oder Netzteil stecken. Dann lädt der besagte Akku schön gut auf. Das ist sehr funktional, einfach gehalten. Dann so ein Ding. Ich denke mal, das ist eine für die Spitze vorne etwas. Dann haben wir hier auch irgendetwas, so ein, ah, jetzt weiß ich, was das ist, alles klar. Das hier ist zur Montage oder zur
zum anschaulichen Hinstellen zu Hause. Mal gucken, wie das reingeht. So. Und so. Müssen wir auch noch da reinschieben. Ja, cool. So, das heißt, hier können wir unser Boot gleich draufstellen. Yeah, läuft, Diggers. Dann haben wir hier einen süßen kleinen Schraubenschlüssel, eine neue Antriebseinheit und eine Mutti. So eine kleine Mini-Mutti. Was haben wir noch? Dann haben wir hier S-Series High Speed. Eine Erklärung auf Englisch. Jo, aber ist ja okay. Ich erkläre euch das gerne auch. Auf Deutsch dann noch. Und dann kommen wir zum Hauptakteur. Das heißt, wir haben jetzt noch unser Bötchen hier. Voll ausgestattet ist der Kumpel. Ich hole ihn mal raus. Boah. Pentium steht drauf. Stylisches Design. Sehr stylisch. Cool. Was steht denn da oben? Please scan the QR code and follow the instructions of the video tutorial to refit the hatch. Tight to keep the water out. Okay. Hier, cool, da sieht man, hier wird das Wasser wohl, was drin sein kann, rausgeleitet. Dann haben wir einen wirklich schönen Rumpf hier vorne, wie ich finde. Sieht sehr stromlinienförmig aus. Ist cooles Design, echt cool. Gefällt mir sehr. Dann haben wir hier auf der Unterseite, was haben wir da? Hier ist irgendein Wassereinlauf, Wasserauslauf. Das ist irgendwie wassergekühlt. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Dann haben wir hier zwei Finnen hinten, die Stabilität bringen sollen. Und hier hinten ist dann die Lenkung. Ne? Das wird hier durch ein Servo dann rein und raus gezogen. Dadurch wird hier hinten dieses Bauteil nach rechts und links bewegt und dadurch dann natürlich wird das Boot nach rechts oder links bewegt. Gut, hier unten haben wir die Antriebsaggregat, das heißt hier hinten ist der Propeller, die Schiffsschraube, die dann durch Bewegung Wasser nach hinten drückt und sich dann nach vorne schraubt. Ist auch jetzt nicht ein Leichtgewicht, ne? Aber ich bin jetzt nicht der Fachmann, vielleicht ist das normal, dass die nicht nur 300 Gramm wiegen. Nee, nicht nur 100 Gramm wiegen. Also sehr stylisch, sehr cooles Aussehen. Mhm. Schöner Rumpf, schön lackiert. Hier, was ist das? Wahrscheinlich, das ist die manuelle Trimmung. Hier kann man rechts und links ein bisschen verändern. Oh yeah, sieht schon mal heiß aus. Heißer, heiß, heiß, heiß. So, das ist es, was ihr bekommt, wenn ihr euch auch das Bötchen anschaffen wollt. Also es ist voll ausgestattet. Es ist mit einer Kuh, mit vielen coolen Funktionen ausgestattet. 180 Grad Flips, Feinabstimmungstasten, präzise Bewegungen sind möglich, automatische Gear Control, Wasserkühlung im System. Ah, ne, siehst du, habe ich jetzt gerade auch gedacht. Wasserkühlung im System, einfache Pairung. Kennt dann komplett, das Wasserdichtigkeit des Gehäuses ist gewährleistet und man kann 25 km pro Stunde fahren. Ich finde es schnell. Autokorrentierende Gierung, smart Navigationsruder, ein intelligentes Navigationsruder ist verbaut, das automatisch die Gierung korrigiert, wodurch das Boot leichter zu steuern ist. Highspeed Remote. Also sieht schon mal echt super fesch aus. Und wir werden das Ding natürlich jetzt mal in Gang bringen. Ne? So, dann wollen wir mal. Wir wollen jetzt, Akku ist geladen. Dann können wir den hier wieder aufstecken. Jetzt können wir dieses Teil, wenn wir es nicht verwenden, natürlich darauf lagern. Sieht schon mal fesch aus. Ja, sieht cool aus. Dann müssen wir erstmal unsere Fernbedienung equippen. Das heißt also aufdrehen. Unten ist eine Schraube. Die Schraube einfach mal aufdrehen. Und dann, bis sie rauskommt. Jetzt können wir dieses Fach nach außen schieben.
Und was passt hier rein? Hier kommen die normalen AA-Batterien, also die Mignon-Zellen heißen die, glaube ich, rein. 4 Stück an der Zahl. So, das heißt also, ich werde das jetzt mal hier mit normalen galvanischen Zellen befüllen. Ihr könnt dazu natürlich auch Akkus verwenden, die ihr danach wieder aufladen könnt. Zur Polung, da drinnen gibt es eine Zeichnung. Hier seht ihr das gut hier. Hier ist Minus, da ist Plus. Minus ist immer der flache Teil der galvanischen Zelle und der Nippel ist der Plusteil. Des Weiteren seht ihr hier eine Klammer, die sich etwas nach außen wirkt. Das ist dann immer der Minusbereich. So können wir dann nämlich unsere Freunde da reinschieben. Immer im Wechsel, rechts, links, rechts, links. Danach werden wir das wieder zumachen, aber richtig rum. Einfach auf den Schlitten vorne setzen, den Schlitten zu, bis es hinten einrastet. Rein damit. So, jetzt wieder zuschrauben und dann sind wir wieder am Start damit. So, das heißt also hier, das Ding haben wir jetzt equipped. Jetzt sollten wir hier auch eine Funktion sehen. Jo. So, die sucht jetzt nach dem Schiff. Okay, nächstes Ding, unser Schiffchen. So, hier haben wir es. Ergo müssen wir jetzt nach rechts oder links drehen, wie ihr wollt. Könnt sogar auf die Rückseite setzen. Jetzt ist das hier frei. Aber wir müssen jetzt natürlich das nach oben weg bewegen. Und das ist so eingehangen, dass man das nach oben liftet. Zack, so. Und dann, nicht jetzt einfach nach oben, sondern nach oben ein Stück und dann nach hinten weg. Warum sehen wir jetzt? Ich zeige es euch. Dieser Schuh war da drunter und diese beiden Freunde waren hier an der Seite. Und dieses Teil ist dafür da, um das dann hier festzumachen. Okay? So. Wenn ihr das nach oben dreht, geht hier unten der Schuh da drunter. Um es wieder zu installieren, vorne, da unter drunter, ne, seht ihr diese Aussparung da vorne, ne? So, da drunter. Und rein. Das muss da drunter, weil hier seht ihr die Gummidichtung. Die Gummidichtung muss gleich hier oben abschließen. Das heißt also, wir müssen jetzt hiermit schön da unten drunter, bis es klack macht. Und dann können wir das, wenn hier hinten auf ist, nach unten drücken und haben es wieder luft- und wasserdicht verschlossen. So, okay. Also aufmachen, nach hinten, dann nach oben weg. Ihr müsst ein bisschen mehr Gewalt ausüben, damit das hochkommt. Dann nach hinten rauspopeln und dabei nach oben drehen. Zack, dann haben wir die obere Sache abgelöst. So, jetzt können wir uns ins Innere des Schiffes vorarbeiten. Weiter drinnen müssen wir erstmal hier die Warnungsgedöns entfernen. Dann habe ich noch einen Plastikschutz. Jetzt, was sehen wir hier drinnen? So, wir sehen... Hier sehen wir die Rudereinheit. Das ist ein Servo, der nach vorne und nach hinten angesteuert werden kann, der dann das Ruder hinten rein und raus zieht. Dadurch fahren wir um die Ecke. Hier, da sehen wir den Motor, der die Welle hinten antreibt. Da ist die Welle, die geht nach hinten durch und ist dort. Und dann hier vorne... Das wird die Steuereinheit sein, die die ganze Elektronik drin hat. Und dort sehen wir nämlich, kann man hier auch den Akku anschließen. Jetzt weiß ich auch, warum der Akku 2 Öffnungen hat, also 2 Plugs. Hier kommt der Akku rein und der wird dort angeschlossen. Und dadurch wird dann Energie freigegeben. So, Akku kommt hier rein. So. Ich muss ihn andersrum reinmachen. Ich dachte, wegen der Optik mache ich so. Aber wir müssen ihn so reinmachen. Das heißt also, Akku hinein. Sliden. Dann, der hier ist zum Laden. Das heißt, ihr könnt den Akku sogar im eingebauten Zustand laden. Deshalb haben die das gemacht. Sehr sinnvoll. Und hier, die beiden Kumpels, die kann man dann zusammen machen.
So, das heißt, dass die Stromversorgung wird so aufgebaut und diesen kann man gar nicht falsch rum anklemmen. Ich guck mal. Nee, geht nicht. Kriegt nur eine Seite so. Wenn ich es andersrum reinmachen möchte, geht es gar nicht. Ne? Also ihr könnt das nur einseitig reinstecken und es macht Klick. Dann ist es da, wo es hin soll. So, jetzt hier, wie gesagt, könnte man wieder aus dem Boot raus laden. Dazu das Ladegerät wieder anstecken und hier könnt ihr hier schön einstecken. Wenn ihr geladen habt, das Ding wieder rausholen, dazu hinten dran ziehen, das hier wieder verstauen und wenn ihr dann alles drin habt, könnt ihr hier wieder zumachen. Denkt dran, ich zeige es euch nochmal, da ist die Gummidichtung, da ist die Gummidichtung. Hier vorne richtig reindrücken, bis es klackt, da müsst ihr genau zielen. Und zudrücken. Okay. So. Sehr fein. Schön aufgeräumte Technik. Da drin sieht man sogar, dass die Wasserleitung, die vorne ansaugt, eher gesagt, die hinten ansaugt, da wird Wasser angesaugt, läuft hier durch, kühlt den Motor und wird dann ja wieder an der Seite ausgegeben. Hier. Cool. Mit Wasserkühlung. Alter Falter, ey. Was für ein Hightech-Teil dies doch ist. Cooles Teil. Cooles Teil. So, wie gesagt, zumachen machen wir hier wieder. Draufdrücken, bis es klackt. Es ist ein bisschen tricky, aber ist ja klar. Jetzt haben wir es. Nach unten drücken und zumachen. So, ready for the ocean. Gibt es sogar so einen Aufschlagdämpfer aus Gummi, ist der, glaube ich. Das ist cool. Hier seht ihr ein Loch. Da seht ihr eine Verschraubung. Wenn ihr das da drauf drückt und das dann in das Loch einrastet, habt ihr hier vorne zwar nicht so stylisches, aber ihr habt ein funktionelles Teil, was bei einer Kollision euch vor allen Dingen am Anfang etwas weiterhelfen sollte. Also das lassen wir erstmal dran, damit dort nichts Schönes, also nichts Schlimmes an den Bug vorne kommen kann. Yeah, Protection. So, jetzt zur Funktion. Ihr seht, wir haben die Remote angemacht und es funktioniert nichts. Genau. Jetzt seht ihr da unten, zeig mal mit dem Finger drauf, da ist ein Sensor. Wenn der mit Wasser in Verbindung kommt, dann pairt sich automatisch euer Boot mit der Remote. So, wir lassen jetzt mal Wasser an ein bisschen. Dann werdet ihr schon merken, nicht so viel. So ist gut. Da, habt ihr gesehen? Reagiert. Jetzt ist gepairt und wir können fahren. Auch lenken. Hui. Wenn das Wasser weggeht, dann funktioniert es wieder nicht. Cooles System, oder? Und jetzt ab ins Wasser. Wir haben das Boot in der Hand, es ist zu. Ihr seht, es ist wieder zu und es regnet sogar ein bisschen. Also hier wird die volle Wasserfähigkeit nun getestet. Nun legen wir es ins Wasser und machen dabei die Remote an, dass es sich dann auch direkt pairen kann. So, die ist jetzt an. Jetzt ist sie noch am Suchen. Jetzt legen wir es rein und dann sollte sie sich gleich verbinden mit dem Boot. Denn sobald unten der Fühler dann das Wasser berührt, jo, und wir hören ein Düdeldüdeldü. So, jetzt können wir losfahren. Mit dem Ding vor und zurück. Rechts und links kann man das Boot dann steuern. Und es fährt sich gut, ne? Die ersten Wege nicht so weit weg. Wir haben sonst viel zu schwimmen. Es ist kühl draußen. Schön gechillt fahren. Ja, sehr schön. Eine schöne weite Runde. Es kommt wieder auf uns zu. Ausgezeichnet hier. Der Steuermann ist absolut hochseetauglich jetzt bald. Da kommt es zurück. So, das war die Runde. Sehr schön. Jetzt könnte man es natürlich wieder nehmen, aber jetzt fahren wir mal richtig los. So, also nochmal die Lenkung erklären ein bisschen. Wir geben Gas, wir lenken und nun fahren wir mal ein bisschen zügiger hier. Hui. Das sind alles noch Anfangsfahrten hier. Bitte jetzt keine Höchstleistungen erwerben. Wow, das war schnell. Cool. So, also cooles Ding. Sieht wirklich fesch aus, ist leicht zu steuern. Fährt auch gerade.
Man braucht das gar nicht trimmen, oder? Nee, es läuft alles gerade. Oh, das ist ja fast aus dem Wasser raus und hinten. Cooles Ding. Wenn ihr mal trimmen müsst, habt ihr hier Tasten. Das heißt, vorne, hinten, links und rechts könnt ihr dann trimmen. Hier rechts und links, vorne und hinten. Dann setzt sich hinten sozusagen das Boot dann wieder richtig in die gerade Position. Piept, Leute, dann ist der Akku leer. Das heißt, ihr müsst euer Bötchen wieder zurückholen. Ansonsten müsst ihr schwimmen. Das geht nicht unter, aber ihr müsstet es jetzt, wenn die Akkuwarnung kommt, zurückholen. Das heißt, bitte zurück zum Harbor, damit wir es wieder einsammeln. Kann man nur noch langsam fahren? Also fahren geht noch komplett schnell, aber ihr müsst zurückkommen. Ansonsten geht es dann ins Wasser. So, dann holen wir es zurück. So, und jetzt noch ein paar Aufnahmen und dann war es das. Und sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon. We'll be right back.